Hallo Freunde, willkommen zurück auf den Niedersachsen. In der letzten Folge haben wir diese wunderbare Neuanschaffung getätigt. Eine Rübenschnitzelmaschine, die hier schon fleißig in Gang ist. Allerdings, so viel ist dabei noch gar nicht rumgekommen. Naja, doch geht. 4.400 Liter haben wir hier jetzt drin von 60.000. Mal gucken, wie schnell das hier vorangeht. Mir sind aber noch so ein paar andere Punkte aufgefallen. Wir machen heute ein bisschen Hofarbeit und ich muss ja immer noch die Wiesen zusammenlegen. Damit sollte ich nicht ganz so lange warten, denn die Wiesen sind schon bei Stufe 2 von 3 durchgewachsen. Also wenn ich es jetzt mache, ich könnte jetzt warten, bis die komplett durch sind, ich die dann abgemäht habe. Und dann gehe ich erst drüber, aber ich weiß nicht, ob ich so geduldig bin. Außerdem haben wir Oktober. Aber ich habe ja Zucker. Ich habe Zucker. Und guck mal, für Schokolade braucht man Milch und Zucker in der Molkerei. Milch ist schon ein bisschen was drin, Zucker noch nicht. Warum also sollte ich jetzt warten, wenn ich doch in der Zuckerfabrik schon 13.000 Liter Zucker habe? Die kann ich da ja eigentlich mal eben rüberfahren, ne? Und jetzt war ich am Überlegen, wie mache ich das am geschicktesten? Ich habe nämlich keine Ahnung, wie viele Paletten das sind. Der Kögel ist mir wahrscheinlich ein bisschen zu groß dafür. Und deswegen schnappen wir uns mal eben den JCB. Und schauen, dass wir... Wahrscheinlich sind das so... Wie viele Paletten dürften das sein? Dürften so 3.000, 3.500 auf so einer Palette sein, nehme ich an. Sprich, das sind dann 7, na, so 3 Paletten werde ich vielleicht rausbekommen. 3, vielleicht 4 Paletten. Ich weiß gar nicht, habe ich, ach nee, bei Schaufeln ist ja gar kein Manual Attach. So, nehmen wir uns hier mal die Palettengabel mit. Komme ich da durch? Ich habe den Fan so blöd dahingestellt. Nee, wahrscheinlich nicht. Der steht, glaube ich, genau im Weg. So, fahren wir mal rüber. Und dann gucken wir mal, dass wir den Zucker da mal eben rüber transferieren. Ja, das hätte ein bisschen eng werden können. So. Bei Rübenschnitzel warte ich noch einen Moment. Aussteigen und einmal hoppala. Ups. So, Zucker. Okay. Wir möchten rausholen. Ach, guck mal, auf einer Palette sind nur 1000. Das heißt, oh Gott, dann sind es 13 Paletten. Was ist das hier? Ah ja. Okay. Möchte ich die da rüberfahren von Hand? Ich weiß nicht. Ich stelle sie erstmal hin. Ja, vielleicht hätte ich doch den Kögel mitnehmen sollen. Gut, okay. Wir können ja die ersten... Können wir jetzt mal eben selber machen hier. Manuell. Schieben wir mal ein bisschen zusammen. So... Dann kann ich die auch aufeinander stapeln. Keine Ahnung, wie viel ich aufeinander kriege. Ich denke mal so 2. Müssten ja hinhauen, ne? So, die da oben drauf. Ich habe keine Seitenkonsole dran. Das ist jetzt die Maus. Oh oh. Nicht davor schieben. Wobei, ich könnte die auch schieben, ne? Theoretisch kann ich die auch um die Ecke schieben, glaube ich. Ah, ne, ich muss um die Kurve rum. Ja, so 2. Oh, die verrutscht schon. Gut, ein bisschen aufpassen muss ich doch. So, wo wird das denn hier angenommen? Wird es hier angenommen? Nein, nein, wird es nicht. Warum nicht? Wo muss ich die denn hinbringen?
Hier ist Milch. Da muss hier ja eigentlich Zucker sein, oder? Oder das ist die Ausgabe. Das kann natürlich auch sein. Hör mal, wo muss denn hier... Oh nein, sag nicht, ich hab die... Sag nicht, ich hab die Rübenschnitzelanlage. Nee, das kann eigentlich nicht sein. Auf den Trigger für den Zucker gestellt. Das jetzt, du bist jetzt interessant, interessant. Mal absetzen. Ich weiß nämlich tatsächlich gerade gar nicht, wo der Trigger für Zucker ist. Und jetzt wäre es sehr ärgerlich, wenn ich die Schnitzelanlage genau darin gepackt habe. Oder kann ich das hier auch mit abgeben? Ja, JCB steht vor JCB. Ich bin wieder in den eingestiegen. Steig doch mal in den ein. Dass wir mal kurz hier die Milch wegnehmen. Den Milchwagen. So. Natürlich Manual Attach. Na klar. So, fahr den mal an die Seite. Einfach hier an den Rand. So. Und dann hoffen wir, dass das hier jetzt hinhaut, sonst habe ich ein Problem. Oh, ja, wunderbar, wunderbar. Alles klar, keine weiteren Fragen. Das hat doch gut geklappt. Ja, kurzen Schreck habe ich bekommen. Ich dachte schon, oh, nicht gut. Nicht gut. Das wäre es jetzt gewesen. Aus der Innenansicht. Mit dem hier ist das echt schwierig. Jetzt komme ich so schief rein hier. Das ist nicht gut. Ah, für solche Arbeiten sollte man dann vielleicht doch so einen kleinen Stapler haben. Ich überlege gerade, ob ich auch drei aufeinander kriege. Ich probiere es mal. Ich tippe auf, das ist keine gute Idee, aber probieren geht über studieren. Wahrscheinlich kippen die mir stumpf zur Seite weg. So, Mensch, hier Stapler arbeiten, da muss man auch mal ein kleines Bildchen von machen, ne? Sieht man auch nicht so häufig bei mir. Da, bitteschön. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst, aber wird schon schief gehen. So, gar nicht zu weit anheben. Schön gerade halten. Ja, vielleicht doch ein bisschen nach hinten kippen. Hohoho. Und schön langsam. Oh oh. Oh oh. Das wird jetzt schon der schiefe Turm hier. Vielleicht ist es dann am Ende doch schneller, wenn man immer nur zwei mitnimmt. Wobei ich finde, ich mache das gut. Ich mache das gut, oder? Das muss hier drei auf Schlag. Bexon stapelt drei Paletten auf Schlag übereinander. Das müssen wir festhalten. Ein Highlight. Klippt das. Haha. Jawoll. Sehr gut. 5000 Liter drin. Reicht eigentlich erstmal, ne? Ich denke, das reicht erstmal. So, jetzt schauen wir aber mal. Einmal hier hinter längs. Wie viel haben wir denn hier eigentlich schon parat in der Fabrik? Habe ich gar nicht nachgeguckt. Guck mal, Butter. Ich war schon drauf, okay. Butter fast 3000. Also, wenn es auch Tausender Paletten sind, drei Paletten. Käse eine. Ja, so viel ist es noch nicht.
Wird bei mir eingelagert. Ich könnte es natürlich auch so einstellen, dass die mir das dann rauspacken. Aber einlagern finde ich schon ganz, ganz angenehm. Was siehst du? Dann können wir jetzt nämlich hier die Schokolade aktivieren. Haben wir die auch noch am Start? Sehr schön. So, was wollte ich noch? Ich wollte eigentlich Zuckerrübenschnitzel in die Zuckerfabrik bringen und in die BGA. Aber da musste ich ja gerade feststellen, dass ich noch nicht wirklich ausreichend habe. Das lassen wir noch mal ein bisschen laufen. Dann kümmern wir uns jetzt tatsächlich mal darum, dass ich erstmal mein OBS sehe. Wo ist es? Das war falsch. Da ist es. So. Nicht, dass ich wieder versehentlich hier den Bildschirm verschoben habe. Nehmen wir den? Ja, wir nehmen den großen, ne? Würde ich mal sagen. Und einmal den Flug. Den habe ich aber ungünstig da platziert beim letzten Mal. So, Elektrik anschließen. Eigentlich müsste ich ein gelbes Fahrzeug nutzen. Vielleicht sollte ich den Flug auch anheben, dann kann ich auch schneller fahren. Frontgewicht brauche ich, glaube ich, bei dem jetzt nicht. Ich überlege gerade, wo ist meine Seemaschine eigentlich? Habe ich schon eine gekauft? Müsste ja, ne? Oder hatte ich die gemietet? Mal einen kurzen Blick riskieren hier. Habe ich eine Seemaschine? Mähtechnik? Ich habe mir immer noch keine Seemaschine gekauft. Oh, dann war die echt nur gemietet und ich habe die zurückgegeben. Und jetzt brauche ich ja quasi nur eine. Na gut, sie muss so breit sein wie der Flug. Den hätte ich allerdings noch mal kurz gucken. Breite. Ja, das ist schon ganz okay, wenn das so ein bisschen überlappt. Das ist schon ganz okay. Setzen wir hier an oder ziehen wir da. Am Ende ziehe ich da noch einmal gerade rüber. So, das muss jetzt einigermaßen präzise ablaufen, auf jeden Fall. Ein Vorherbild und dann machen wir noch ein Nachherbild. So. Also, einmal den hier. Bitte auf die richtige Breite angepasst. 9 Meter, genau. Das haben wir. Das sieht schon mal gut aus. Das überlappt ordentlich. Da ziehe ich nur einmal durch. Dann hätte ich gerne. War das Z? Ich glaube, das war Z. Flug zuklappen. Ich glaube Z. Kurzer Test. Ablassen. Das sieht gut aus. So. Denn man tau. Hoffen wir, dass keine weiteren Baumstümpfe hier drin sind. Sonst mache ich gleich einen schönen Satz nach vorn. Oh, herrlich. Das werden große, große Wiesen, die dann in einem durch weggearbeitet werden können. Gut, das wiederum ist ein bisschen doof, aber ich mache das ja auch nicht ganz ohne Grund hier, denn die Grenzen von den Wiesen haben sich eh verschoben. Und deswegen hatte ich schon Probleme,
dass die vernünftig erkannt werden. So, und wenn wir da schon mal bei sind, dann können wir eigentlich hier die Ecke gleich noch mitnehmen. Und auch zur Wiese machen. Ich darf nicht zu nah an den Baum, weil hier ist ja so eine kleine Ecke. Vielleicht muss ich die dann wegmalen, dass man da auch noch rumkommt. Ja, ich würde sagen, hier können wir starten. Ziehen wir hier so rüber. Und jetzt muss ich in die Wiese hier reingehen. Das ist jetzt halt so, dass das auch ein schöner Übergang wird. So müsste es einigermaßen passen, denke ich. So, das sollte ganz gut aussehen. Ja, ich glaube, das ist eine schöne Kurve. Sehr gut. Und dann müssen wir hier jetzt noch einmal verbinden. Und da bin ich jetzt ganz bewusst noch nicht aus dem VCA rausgegangen. Denn jetzt kann ich hier einfach ansetzen und rüberziehen. Und jetzt überlege ich, ob man hier die Ecke. Aber die sieht eigentlich auch gut aus. Das müsste ganz gut passen. Ist ein bisschen schwierig, weil ich denke, dass hier müsste jetzt der Übergang sein von Feld zu nicht mehr Feld. Dann ist hier diese Ecke drin. Mal gucken, wie die damit zurechtkommen. Oh, noch anheben. Bloß nicht so weiterfahren. Sicherheitshalber, ja, nicht auf Z noch nicht. Wir müssen auf der anderen Seite noch kontrollieren. In der Theorie müsste das jetzt zusammengelegt sein. Ach, guck mal, da sind überall jetzt natürlich Steine. Jetzt überlege ich, ob ich mir wirklich die Mühe mache und auch einmal Steine sammle. So, und das müsste eigentlich auch als verbunden gelten. Hier ist diese eine Ecke hier. Aber ich glaube, das lasse ich mal. Das begradige ich jetzt nicht nochmal. Das Feld scheint hier so ein bisschen reinzulaufen. Ja, irgendwie sucht sich das Gras den Weg. Das ist interessant. Gut, theoretisch müsste das jetzt verbunden sein. Wir können mal so einen Blick auf die Karte werfen. Mal schauen, ob man was sieht. Ob das irgendwie erkenntlich ist. Da oben sind wir unterwegs. Ja, würde ich sagen. Das sieht mir sehr verbunden aus. Sehr schön. Dann geht es jetzt hier rüber. Und hier, oh ja, hier sieht man jetzt auch sehr schön diese Problematik. Die verbinden sich nämlich eh, die Felder, hier auch. Ohne mein Zutun. Oh, was ist denn da passiert? Und auch hier nach außen werden die immer breiter. Also irgendwann sind die hier ganz an der Straße. Naja. Hier sind sie schon ganz an der Straße. Krass. Gut, okay. So, nächster Grünstreifen. Mal schauen, wie wir hier am besten ansetzen. Ah ja. Da muss ich ja aufpassen, dass ich nicht den Weg mit eliminiere den schönen. Dann mache ich das am besten so, dass ich hier so eine kleine Kurve fahre. Nee, warte mal, das Feld beginnt wahrscheinlich hier vorne erst, offiziell. Oh nein, ich sehe noch einen Baumstumpf. Ha! Gut, dass ich den jetzt schon sehe. Haha. Sehr gut, der ist weg. So, gleiches Spiel.
Ja, ich würde sagen so. Einmal auf die Spur gehen hier. Und jetzt taste ich mich rückwärts ran. Stückchen für Stückchen. Weil ich glaube, bis dahin dürfte das Feld gehen. Oh. Ich sollte auch wieder aktivieren, dass ich die Felderstellung anhabe. Sonst funktioniert das nicht. So, sehr gut. Next one. Oh, hier ist das Licht gerade so schön. Huch. Was war das denn für eine Anzeige? Oh, da noch. Hier habe ich die noch gar nicht weggeholt, oder was, die Baumstümpfe? Wie nachlässig war ich denn da unterwegs? Na gut, es hat geklappt. Alles fein. Mal gucken, wo mir hier noch welche auf dem Weg entgegenkommen. Ist VCA noch an? Nein, natürlich nicht, weil ich ausgestiegen bin. So, und hier versuchen wir das jetzt auch einigermaßen hübsch aneinander anzugleichen. Einmal ausheben. Boah, ich denke mal, hier setzen wir an. Und dann ziehen wir hier einmal rüber. So, das dürfte schon rausreichen. Dann überprüfen wir noch mal die andere Seite. Aber ich denke, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Stelle da anerkannt wird als Feldfläche. Mein Blick auf die Karte. Ich bin zu nah dran hier. Weiter kann ich nämlich nicht reinzoomen. Hier scheint mir noch so eine Ecke zu sein. Wobei die ist, das ist auch schon Feldfläche. Hier hat es sich ja eh verbunden. Das müsste eigentlich passen. Ich könnte jetzt natürlich auch noch ganz exakt lang gehen, aber na gut, können wir ja machen zur Sicherheit, ne? So müsste das ganz gut passen. Und dann ziehen wir hier vorne einfach noch einmal längs. So. Ich meine, wenn ich es richtig sehe, sind der Bereich, das hier, das zählt alles irgendwie auch schon zur Wiese. Aber so dürfte ich sicher sein. So haben wir aus drei Wiesen eine gemacht. Das ging doch flott. Theoretisch könnte ich hier den Seitenstreifen auch. Könnte ich noch ein bisschen was wegnehmen, aber ich will auch nicht zu nah an die Bäume ran. Und jetzt haben wir noch den da drüben. Kürzen wir hier mal ab über die Wiese. Und da haben wir jetzt, holen wir jetzt nochmal richtig Fläche raus. Hier hinten das Dreieck habe ich extra frei gemacht. Hier müssen wir jetzt mal gucken. Hier müssen wir schauen, wie weit ich wegnehmen darf. So offiziell ist, glaube ich, der Wiesenverlauf hier lang. Also setze ich hier mal an. Z wieder anmachen. Dann mal schauen, ob er uns das hier genehmigt oder. Nein!
Nein, tut er nämlich nicht. Das ist nicht so cool. Naja, gut, da muss ich da halt einmal rüber malen. Das ist auch kein Beinbruch. Schon wieder kein Zugang. Aber ich kann hier gerade rüberfliegen. Wie doof ist das denn? So, ja, und hier sieht man auch sehr schön, dass die Wiese sich richtig hier an die Straße herangearbeitet hat. Nicht schlecht. So, hier schön die Schleife drum gefahren. Bildchen. Jetzt versuchen wir mal irgendwie das bisschen da noch wegzukriegen. Ich hoffe, das haut hin. So, grob auf die Bahn hier. Schon einmal wechseln, bauen, Landschaftsbau. Malen. Gras. So, dass wir das Stück hier wieder zurückholen. Dass das auch einigermaßen ordentlich ist. Weil diese Ecke da, die braucht kein Mensch. Schön. Dann lassen wir noch ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Und dann hat niemand bemerkt, dass wir da irgendwie mal eine Ecke reingefahren haben. Perfekt. So, und da ich da fliegen durfte, gehe ich doch davon aus, dass ich jetzt in die Richtung hier auch fliegen darf. Oder? Setz dich doch mal mittig auf die Bahn hier. Jawohl, so rum geht's. Sehr gut. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich hier auch irgendwo einen Baumstumpf übersehen habe. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viel Prozent die Steine ausmachen beim Ertrag. Sprich, wie sehr ich da einmal hinterher sein muss, dass ich die von den... Da war noch ein Baumstumpf, alles klar. Habe ich mir gemerkt, kommen wir wieder hin. Also ob es vielleicht doch sinnig ist, die zu entfernen, die Steine. Oh, Erdbeeren haben Höchstpreise. Erdbeeren, frische Erdbeeren. So, hier so ein bisschen nach Gefühl. Ach, wat. Das hat ja nicht ganz so gut hingehauen mit dem Gefühl. Wie jetzt? Wieso? Das ist doch meine Fläche hier. Da kann ich doch machen, was ich will, oder? Kann ich nicht. Euer Ernst? Dann hätte ich die Bäume hier ja nicht wegnehmen brauchen. Was war das? Okay. Nee, komm. Hör mal auf. Ah, das liegt am Flug, weil er hier nicht... Weil das nicht eingeebnet ist. Guck mal, hier ist der Untergrund zu. Verstehe. Ja, gut, das kann ich anpassen. Das ist kein Ding. Das ist kein Ding. Das kriegen wir hin.
Da gehen wir noch mal kurz ins Baumenü. Und dann gehen wir auf Skeletten. Und dann darf der Bereich hier mal schön angepasst werden. Da sehe ich noch einen Baumstumpf. Also ich ziehe es jetzt bewusst nicht hundertprozentig eben. Das könnte ich ja auch machen. Weil ich Angst habe, dass ich mir dann das Ufer versaue. Komplett. So. Jetzt müsste es auf jeden Fall schon mal ticken besser passen. So, da war es einer hier. Und irgendwo hier hinten habe ich noch einen gesehen, ne? Da. Sehr gut. So, mal schauen, ob das jetzt besser klappt. Boah, hier ist auch irgendwie die Fläche total versaut. Wo setze ich an? Das ist jetzt die Frage. Ist ja eh schon in Teilen Wiese. Ziehe ich hier jetzt rüber? Ich mache mir relativ viel kaputt. Allerdings hätte ich dann mal wieder eine saubere Kante hier. Ich glaube, das machen wir. Wir ziehen einmal von weiter hinten durch. So, ich würde sagen, ab hier. Weil da gehen wir eh ran bis ans Ufer. Ja, komm. Runter damit. Kleinerer Flug wäre vielleicht nicht schlecht gewesen hierfür. So. Mal gucken, ob das jetzt hinhaut oder ob das immer noch Probleme macht. Macht immer noch Probleme. Wird der Flug hier ausgehoben? Oder darf ich hier nicht flügen? Das sieht ganz gefährlich danach aus, dass ich hier nicht fliegen darf. Das ist sehr, sehr blöd. Das finde ich nicht gut. Probieren wir es mal so. Kriege ich auf jeden Fall schon mal die Ecken hier weg. Boah, das macht mich wahnsinnig. Vielleicht muss ich doch einebnen. Ich möchte doch hier den Zugewinn an Land haben. Es muss doch gehen. Also meine Flächen sind es auf jeden Fall. Daran kann es ja nicht liegen. Es ist halt nur die Frage, bis wohin sind es meine Flächen? So, das geht. Ich halt einfach von der Seite hier. Mach mal die beiden weg, die nerven ja total.
Das ist dann nicht mehr meine Fläche, oder wie? Ah, guck mal, wenn ich rückwärts fahre, geht's. Interessant, interessant. Dann flüge ich halt rückwärts. Ja, guck mal, ich flüge einfach rückwärts, dann haut das hin. Dann muss ich nur vernünftige Kurven fahren rückwärts. Und wenn ich immer nur die Hälfte hier. Nee, 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 aber rückwärts. Nee, hier will er auch nicht rückwärts. Warum nicht? Inakzeptabel. So, Test, bis wohin ich komme. Und im Zweifel male ich mir das dann wieder schön. Ach, jetzt geht's. Guck an. Da ist irgendwie Schluss. Okay, dann müssen wir hier nur noch eine schöne Kurve reinkriegen nach Möglichkeit. Gut, das Stück darf ich irgendwie nicht. Da kann ich gerade machen, was ich will. Komme ich nicht rein. Kriegen wir da so eine Rundung hin vielleicht? Wäre das zumindest möglich? Das hier vorne, das kann doch noch weg. Komm. Nee. Krieg ich nicht hin. Okay. Ich hätte diese Ecke hier halt gerne noch weg. Aber da lässt er mich nicht ran. Keine Chance. Nun gut, nun gut. Dann versuchen wir das jetzt noch mal ein bisschen hübsch zu machen. Eigentlich kann es auch so bleiben. Aber ganz so möchte ich es dann doch nicht lassen. Muss ja nicht ganz exakt sein. Nur, dass es einigermaßen ordentlich aussieht. Wobei ich mich gerade frage, was ist, wenn ich die ganzen Pflanzen wegnehme, ob es dann vielleicht klappt. Auch sowas ja durchaus schon erlebt. Ich will gar keinen Busch, ich möchte Gras, bitte. So, viel haben wir hier leider nicht rausgeholt. Ich habe gehofft, dass ich hier halt diese ganze Ecke dazu gewinnen kann als Feldfläche. Das war eigentlich so mein Wunsch. Schade. Oh, ein bisschen sehr groß geworden. Schon auflockern. Ein paar Blümchen dazwischen. Die weißen gibt es hier auch, okay. Da noch ein paar Weiße.
Gut. Dann müssten wir es hier auch haben. Sehr schön. Also nicht so wie gedacht. Aber okay. Ist okay. So, Next Step ist dann. Ich würde es echt sagen, ich würde einmal Steine sammeln. Ich besorge mal einen Steinsammler. Und dann gehen wir hier nochmal rüber. Einmal abkürzen. Oh, es ärgert mich sehr mit der Ecke. Ich hatte wirklich gehofft, da so eine schöne Gerade reinzubekommen und dadurch dann ordentlichen Zugewinn in der Fläche zu haben. Das hätte mich sehr gefreut, wenn das hingehauen hätte. Aber man kann nicht immer alles haben. Naja. Ist okay, ist okay. Dann einmal wieder den Flug an seine Position. Ach, muss man erst runterlassen. Guck an. So. Gut. Dann besorge ich mal einen Steinsammler und eine Sämaschine. Und dann werden wir in der nächsten Runde Aussaat machen und die Wiesen neu anpflanzen. Und dann mal gucken, vielleicht sind die denn jetzt schon ein bisschen durchgewachsen zur Erntezeit, so dass die einfach mit abgemäht werden. Wollen wir mal schauen. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an und nicht mehr heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinen verzweifelten Wiesen-Zusammenleg-Versuchen. Lasst mir gerne einen Daumen da, gerne noch ein Abo und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir das Ganze dann finalisieren. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.